Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Welcome Back to Liponia hier in Shinobis Playground. Wie ich am Ende der letzten Folge schon gesagt habe, habe ich nicht so wirklich eine Ahnung, wie ich jetzt weiterkomme. Ich habe zwar hier so schön viel Potenzial für ein feierliches, alles verzehrendes Feuer. Ja, das habe ich. Das hat er schon ganz gut beschrieben. Aber wie ihr seht, nichts, womit ich das anzünden könnte. Zumindest nichts, was ich gerade auf Anhieb weiß. Und auch keine Ahnung, wie ich dieses Ei aus dem Schornstein kriegen soll. Ich gucke hier nochmal, ob ich hier irgendwas benutzen kann. Den Farbeimer. Kann ich vielleicht irgendwas anmalen inzwischen? Einen schönen Eimer anmalen. Dann schon eher schwarz. Mit so vielleicht. Ja, der will immer das gleiche da drauf haben. Das bringt mich also auch nicht weiter. Dann gucke ich nochmal hier. Eine Uhr. Nicht nötig. Ich habe alle Zeit, die ich brauche. Sollst du keine Zeit nehmen, sollst irgendwas aus der Uhr klauen. Oder Fusel. Mit den Verzweiflungstaten warte ich lieber bis zur letzten Sekunde. Dann wirken sie einfach besser. Bin jetzt schon verzweifelt genug. Ein wenig mehr Power kann hier bestimmt nicht schaden. Spiel nicht an den Geräten herum. Wenn du nicht aufpasst, könntest du ein Wurmloch erzeugen. Mecker, mecker, mecker. Das habe ich ja vor. Ich weiß immer noch nicht, wozu die Antenne da ist. Ein wenig mehr Power kann. Spiel nicht, wenn du. Mecker, mecker. Mecker, 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 mecker. Das ist alles gar nicht so einfach. Hatte ich nicht irgendwie noch so ein. Ach, das ist das vielleicht. Wasserschnabeltier-Ei. Welche Schnabeltiere waren das noch gleich, die in gefrorener Erde brüteten? Gleich nochmal in der Fibel nachblättern. Ah ja, es waren Erdschnabeltiere. Wer soll sich diesen ganzen Quatsch auch merken? Genau, wer soll sich das schon merken? Aber ich habe nur noch das Wasser. Kacke. Kann er mir Tipps geben vielleicht? Hallo nochmal. Ah, Rufus. Wie kommst du voran? Da, das Wechsel. Nee. Ich werd dann. Tu das. Doof, doof. Das ist super doof. Irgendwie hänge ich gerade an allen Fronten fest. Flusen da drin bringt auch nichts. Vielleicht kann ich ja mal gucken. Da war doch noch so ein Rohr, wo ich was runterschreien konnte hier. Hallo! Test, Test! Achtung, Achtung! Eine wichtige Durchsage! Der Kutterkapitän mit dem amtlichen Kennzeichen wird gebeten, sich beim Hafenamt zu melden. Sein Kutter brennt und seine Frau hat Krebs. Gut, ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass ich da irgendwie was mit der mit dem Nein, da unten machen hier kann. Hier ist Handarbeit gefragt. Na super, jetzt ist das Rohr zu, aber gebracht hat es mir gar nichts. Ich lasse es wohl lieber erstmal auf und behalte das für den Fall der Fälle im Hinterkopf. Diese Idee ist ein echter Rohrkrepierer. Ja, voll lustig. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich damit unten den Typen wegen des Klopfzeichens irgendwie beeinflussen kann oder sowas, aber das war wohl dann doch nichts. Diese Idee ist ein Rohrkrepierer. Ja. Einmal passt sowieso nicht rein. Die Idee war bereits lahm, bevor die Beruhigungspillen ins Spiel kamen. Wow. Kann ich die Idee ins Ohr stecken? Da sind schon ich soll. Ach, hatte ich ja schon mal gemacht. Ich muss meine Sachen nicht waschen. Ich will eine Gehirnoperation vorbereiten und keine Eisdiele eröffnen. Oder wofür auch immer man saubere Sachen braucht. Bestimmt nicht für eine Gehirnoperation. Dem.
Da sollte ich ja diesen komischen Drachen für besorgen, um da reinzukommen. Ach, da ist eine Turnierhand. Jetzt sehe ich das Ding erst. An die Turnierhand muss ich auch noch irgendwie rankommen. Wie auch immer. Krieg ich die Flusen da ab. Ach nee, wenn jemand zuguckt, kann ich nicht. Es guckt doch keiner zu. Du sollst ja das verhindern. Zum Beispiel ach ich nee, wenn jemand... Okay, das war's dann wohl auch nicht. Kann ich irgendwas noch machen hier? Na, das ist der Stadtplan. Das bringt mir alles nichts. Oh, Solomio. Sogar. Mach ich nochmal den Generator aus. Quietschi, quietsch. Im Dunkeln ist gut munkeln. Vielleicht bringt das ja was. Kann ich vielleicht meine Kerze an der Kerze anzünden? Ja, cool. Man sollte immer ein wenig offenes Feuer im Mantel haben. Natürlich. So geil. Kann ich ihr die Brötungsmittel geben? Ich erzähle ihr später von meinen heldenhaften Beutezügen. Erst einmal muss ich dafür sorgen, dass sie mit zu Doc kommt. Kennst du jemanden, der sich mit sowas hier auskennt? Das scheint mir ein Job für den blinden Apotheker zu sein. Wenn du bei ihm vorbeigehst, sag ihm bitte, dass er nicht immer mein Klo unter Wasser setzen soll. Ich meinte eigentlich jemanden, der kein kompletter Idiot ist. Na dann, viel Glück. Das wird wirklich schwer zu finden sein. Notenständer. Momentchen, Momentchen. Jo. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ancora? Ciao, ciao. Stupido, stupido, komm zu Idiota! Genau. Ach ja. Ach, den Notenständer kann ich aber trotzdem nicht mitnehmen. Was ist denn das hier noch? Gondelkiste? Noch ein neuer Airbag. Wie viele Ersatz-Airbags hat Doc denn nur auf Lager? Aber wieso springt er vom Boot, wenn er hier seine Airbags hat? Naja, wer weiß. Kann ich ihn anzünden? Es ist schwer zu glauben, aber er singt wirklich nach Noten. Das war wohl ein Nein. Ertränken. Es ist schwer zu glauben. Ja, gut, dann eben nicht. So, aber ich habe jetzt schon mal das Feuer. Und wenn ich jetzt noch einen Stadtplan finden würde... Da. Industriegebiet, Klein Venedig, Merkplatz, Bellevue. Ich glaube, hier war Doc. Genau. Dann könnte ich das einmal zünden. Es hat geklappt. Ja. Lodre, lodre, Ofen brodle. Was ist das für eine Lache? Kann ich jetzt vielleicht das Ei wegnehmen? Laut Fibel ist das hier ein Feuerschnabeltier. Cool. Genau so eins fehlt noch. Au! Au! Scheiße! Verdammt! Das Ei ist ganz ohne mein Zutun in dieses Rohrsystem gehüpft. Ich muss es da irgendwie wieder rausbekommen. Natürlich, ganz ohne das Zutun. Ja, ein Minispiel. Wie schön ist das denn? Was kann ich hier bedienen? Ich kann die Rohre... hier verdient bumsen. Ach, das flutscht hier also jetzt immer im Kreis rum. Ah, ich muss das wohl erstmal überhaupt. Ja, genau, ich muss das hier reinbringen irgendwie. Das heißt, da. Flup.
So. Hier war das ja eben. Vielleicht klappt das ja jetzt schon mal, dass er dann in die Luft. Das sieht doch gut aus. Ja, sehr schön. Das ging ja recht mal recht fix. Feuerschnabeltier. Das ist ein Schnabeltier. Schnaps. Und so ist das Ding. Dann habe ich ja schon mal das erste Schnabeltier zusammen. Oder muss ich das denn selbst packen? Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Also, schon irgendwie drollig. Mit gefletschten Zähnen. Voll drollig. Das ist ja zumindest schon mal der erste Erfolg hier, den ich endlich mal verbuchen konnte. Ja, aber viel weiter bin ich dann auch noch nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wozu ich die Beruhigungspillen brauche oder überhaupt irgendwas von den Dingen, die ich jetzt noch habe. Also Zucker weiß ich ja für den Generator. Aber ob mir das überhaupt noch was bringt, wird sich zeigen. Benutzen kann ich immer noch nichts. Das Rohrsystem habe ich auch noch keine Ahnung, wo das, was mir das bringt. Ach. Plopp. Rohrweiche. Irgendwo muss doch dieses blöde Rohr auch herkommen. Auf die Karte. Sind hier die Rohre vielleicht eingezeichnet? Natürlich nicht. Vielleicht kann ich jetzt woanders mitreden. Test, Test. Achtung, Achtung! Eine wichtige Durchsage. Captain Boso ist eine alte Knackwurst. Ich wiederhole. Captain Boso ist eine alte Knackwurst. Ja, das war jetzt toll. Also den Sinn habe ich schon mal rausgefunden. Aber wie ich den jetzt dazu bringe, das Richtige zu schreien, das wird dann die nächste Frage. Das ist ja alles ein Rohrkrepierer, wenn ich den reinbauen will. Kann die mir noch irgendwas sagen? Verfluchte Sektenmitglieder! Ist es denn wirklich so schwer zu verstehen? Wenn ich euren Heiland wirklich mit Absicht ans Kreuz genagelt hätte, dann wäre er bestimmt nicht nach 2 Tagen wieder... Was willst du denn schon wieder? Gehen wollte ich gerade. Mit ihr kann ich nämlich nicht mit nichts benutzen. Ich gehe dann mal wieder. Und wehe, du gehst mir nochmal auf die Nerven! Ach, kann ich die... Da sind schon genug Krümel drauf. Ich sollte... Nee. Kann ich die... Ja. Was denn jetzt schon wieder? Ich hab doch gesagt, ich verleihe nichts an Nachbarn. Dann müsst ihr euch auch nicht wundern, wenn statt Milch Blausäure... Was willst du denn schon wieder? Gut. Das bringt nichts. Kann ich dem vielleicht die Pillen andrehen? Oh ja. Du schon wieder? Ich hab dir doch gesagt, dass du verschwinden sollst. Bin ich ja auch. Ich bin eins mit den Schatten. Wusch. Du hast zwar einen gewaltigen Schatten, aber das ist nicht dasselbe. Wusch. Bei deinem Getrampel würde ich dich selbst dann noch bemerken, wenn du durch den goldenen Drachen der Unsichtbarkeit aus Gilligans Gadget Shop getarnt wärst. Gut, den konnte ich dem Scheiß auch nicht geben. Also diese Pillen. Mich würde ja mal interessieren, wie ich an diesen komischen Shop rankomme. Also nicht an den Shop, sondern an diesen Drachen hier. Anti-Schwerkraft-Socken, ja, bringen mir nichts. Ich habe da ja oben, ne? Schon. Zeig ich die kaputte Brille. Hätte ich hier nicht letztens meine Brille kaputt gemacht? Ach, die liegt da.
Shop. Oma hat unzerstörbare Brille. Sie zerstört es. Ich will nicht, dass es noch mehr verfusselt. Es kleben schon genug Flusen aus meinem Mantel dran. Da sind schon genug Krümel drin. Ich sollte über ein... Ja, Krümelschublade. Ich muss meine Sachen... Ich will eine Ge... Oder wofür auch... Meine Sachen sind tatsächlich etwas fusselig. Aber warum sollte ich in meinem Mantel... Es ist ja nicht so, dass ich... Ja, genau. Das ist... Hilft mir jetzt aber auch nicht weiter. Irgendwas Nützliches muss ich daraus doch basteln lassen. Ein Blindenstock für Einäugige. Entschuldigen Sie, mein Herr... Aber ich muss Sie darauf hinweisen, dass das Modifizieren, Rekalibrieren und Tunen der Probeexemplare untersagt ist. Auch nicht, wenn sie kaputt sind? Die unzerstörbare Sonnenbrille der ewigen Dunkelheit kann unmöglich kaputt sein. Sie ist unzerstörbar. Ja, aber die ist doch kaputt. Da steht doch da unzerstörbare Sonnenbrille. Nee, steht, scheiße, steht da doch nicht. Aber das sieht man noch. Na egal. Ja, Zeit ist schon wieder um. Somit ist die Folge vorbei. Und man sieht sich in der nächsten Folge wieder. Bis dann und bye bye.